Hallo, ciao und herzlich willkommen bei Love Cooking. Heute neue Folge. Was machen wir heute Schönes? Wonach sieht das aus? Indiviensalat. Es gibt viele da draußen, die mögen den nicht. Warum? Ja, die sagen, hey, der schmeckt aber bitter. Ja, genau, der bittere Geschmack ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Ich persönlich habe einen kleinen Trick. Und zwar schnibbel ich mir das jetzt hier ab. Dann wasche ich meine Blätter. Und danach lege ich das in lauwarm, noch ein bisschen mehr wie lauwarmes Wasser, lege ich das rein und dann in circa 5 Minuten Bitterstoffe weg. Ja, also für alle die sagen, nee, Indiviensalat ist zwar ein Salat, vom Geschmack her nicht schlecht, ne, oder schmeckt mir gut, aber halt wegen dem Bitteren, macht das mal, probiert es aus und sagt mir Bescheid, ob das was hier gebracht hat. Also wir persönlich zu Hause mögen den so, ja, so wie er ist. Trotzdem lege ich jetzt erstmal in warmes Wasser ein und wasche den, ja. Was wir alles heute brauchen, sind Kichererbsen, eine Knoblauchzehe, klar, Indiviensalat. Dann haben wir hier Frutti di Mare, eingelegte Champignons habe ich. Bruno, grazie nochmal an dieser Stelle. Ja, dann haben wir hier Oliven, wir haben Thunfischfilets, aber was für welche, ja. Boah, vom Geschmack nicht zu übertreffen, also die sind echt die besten. Hier haben wir Parmigiano. Wir haben Mozzarella, dann braucht ihr Tomaten, ein bisschen Sesam, hier haben wir ein bisschen Kräuter, ja, ein bisschen Rosmarin und Basilikum, Sale e Pepe, Pinienkerne, Olio, ich habe ein bisschen Honig, ja, daraus mache ich schnell ein Dressing und eine Zwiebel. Jetzt fange ich an zu schnibbeln. So, das hier schneide ich immer ab von Indiviensalat, ja, könnt ihr den einmal drehen. Und einmal, ich schneide immer so rein, dass quasi gesehen das hier nicht mitgegessen wird. Ja, und jetzt fange ich an und lege den erstmal in kaltem Wasser. Und den lege ich hier jetzt erstmal genauso hier hinein. Und dann schnibbel ich Wigge. Jetzt schneide ich von dem Parmigiano quasi gesehen hier ganz dünne Streifchen ab, ja. Anschließend nehme ich den Mozzarella, 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 Sogno Bella. So. Einmal in die Mitte durch. Und das genügt auf jeden Fall auch, ja, für den Salat, den ich heute hier vorbereiten möchte. Die Tomate einmal in der Hälfte durch. Und jetzt auch dünne Scheiben schneiden, ja. So sollen die bleiben. Ihr könnt eine Hälfte nehmen. Oder auch die zweite dazu nehmen. Jetzt kommen wir an unsere Zwiebel. Da schneide ich, beziehungsweise erstmal befreie ich die von der Schale. Schneide sie einmal in der Hälfte durch. Und jetzt kommt's. Die hier brauche ich. Da schneide ich mir auch wieder kleine Scheibchen. Ja, so ganz dünne Scheiben. Und die zweite, die würfeln wir ganz klein. Ja, die werden in ganz minimal kleinen Würfeln geschnitten. Anschließend kümmere ich mich hier um meine Knoblauchzehe. Ja? Knoblauch haben wir alle sehr gern. Deswegen kommt da eine schöne große Knoblauchzehe rein. Ist das nicht der Hammer? Wahnsinn, oder? Das ist auch toll. Für den Dressing optimal. Habe ich quasi gesehen hier meinen Mixer. So, circa ein Esslöffel. Dann nehme ich meine Zitrone. Ja, einmal die Hälfte. Und meine Presse, die reinkommt. So. Hier habe ich mein... Ach, das habe ich gar nicht gerade eben... Das habe ich vergessen zu sagen. Mein... Creme Fresh. Jetzt einen guten Schuss Balsamico, Olivenöl, 2 Esslöffel Olivenöl. Dann sind wir quasi gesehen schon fertig. Jetzt kriegt der Deckel da drauf. Mixen das einmal. So, das langt. Und der Dressing ist finito. Anschließend mache ich noch den Knoblauch hier hinein. Und rühre das Ganze nochmal mit dem Löffel um. Jetzt kümmere ich mich quasi gesehen um den Indiviensalat. Ja, also Blätter, die halt nicht gut aussahen, habe ich jetzt aussortiert.
Ich schneide den immer so. Ja, es gibt welche, die mögen den noch kleiner geschnitten. Ja, dann hackt ihr den halt wie Petersilie. Jetzt wichtig, dieses Wasser ist auf jeden Fall, ist jetzt nicht heiß, aber gut, gut warm. Rein damit. Ja, und auch nochmal 4-5 Minütchen drin lassen. Dann haben wir die ganzen Bitterstoffe weg. 5 Minuten sind vorbei. Ja, und jetzt dürfte der nicht mehr bitter schmecken. Ja, ein bisschen schön abtropfen lassen. Wenn ihr Salatschleuder habt, meine ist jetzt nicht gerade parat, nimmt eine Salatschleuder. So, jetzt kommt die schönste Arbeit. Ja, jetzt fangen wir an, langsam auch anzurichten. Wir geben erstmal die klein geschnittenen Würfel in den Salat und ich mache die Hälfte von dem Dressing auch schon mal hier hinein. So, nicht alles, die Hälfte. So, und rühre das jetzt erstmal schön um. Gerne könnt ihr auch die Handschuhe nehmen. Ich mache es mit meinem Binzettchen. Ja, so eine Binzette ist echt was Schönes. Ich sag's euch. Könnt ihr so viele Sachen mitmachen. Zum Anrichten, ja, habe ich mir jetzt doch meine Handschuhchen angezogen. So, das Erste, was wir machen, wir verteilen jetzt erstmal den Endivien-Salat. So. Hier sind die ganzen klein geschnippelten Zwiebelchen. Ja, so optimal. Genauso soll es aussehen. Meine Zwiebel nehme ich, die verteile ich auch schön hier drauf. Anschließend von meinen Kichererbsen, da kommen auch einige drauf. Was fehlt noch? Bäsche! Ja, die Meeresfrüchte. Schön verteilen. Und wenn euch was optisch nicht gefällt, ja, dann tut ihr die halt so schön ein bisschen hier so verteilen, dass ihr sagt, boah, das ist mal eine Augenweide, ja? So, die Champignons, die kommen auch hier hinauf. So. Das sieht doch schon mal top aus, Leute. Meine Filetstücke. Boah, was für Filetstücke, super, oder? Die sehen nicht nur gut aus, die schmecken auch optimal. Also ich kann es nur immer wieder sagen, einfach, Bruno, das ist hier alles ein Leckerbissen hier. Also das ist echt ein Leckerbissen, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Meine Olivien, die verteile ich auch hier hinauf. So, wer mehr Hunger hat, ne? Der nimmt sich einfach noch mehr Endiviensalat und verteilt den auch hier. Ja, so. Da kommt dann auch noch was hier drauf. Und jetzt alles, was wir hier klein geschnippelt haben. Das sind jetzt erstmal die Tomätchen. Die verteilen wir. Dann der Parmigiano. Dürfen wir auch nicht vergessen, der gute Parmesan und Mozzarella. Mein Dressing kommt jetzt hier nochmal hier hinüber. So. Die Pinienkerne. Meine frischen Kräuter. Meine frischen Kräuter, die ein bisschen so mehr oder weniger als ja, Dekoration. So. Jetzt Sale e Pepe. Erstmal Pfeffer, Pfeffer, Pfeffer. Tak, tak. Und noch ein bisschen mehr. Boah, da kommt aber plötzlich wieder gut viel raus hier. Was ist denn damit los? Ich dachte, die letzten schon, dass sie kaputt geht. Dann Sale. Eine gute Prise Sesam.
Und wir nehmen noch ein bisschen Balsamico und Olio di Oliven. È finito! Mangiare pronto! Der Indiviensalat ist fertig. Ja, guck mal. Der sieht nicht nur gut aus, der schmeckt auch. Buonissimo! Ja? Oh Mann, ich muss noch hier aufräumen. Vielleicht kriege ich ja Hilfe, ne? Ich frag mal, wenn euch dieser Clip gefallen hat. Indiviensalat. Di Domenico von Love Cooking. Dann freue ich mich, wenn ihr alle demnächst dabei seid bei Love Cooking. Mein Name ist Domenico und